Moin Freunde und herzlich willkommen zum sonntägigen Wochenreport. Ja, eine geile Woche geht dem Ende entgegen, zumindest wenn wir mal auf die Kurse schauen. Gerade die Altcoins konnten richtig, richtig geil performen, nachdem Bitcoin sein neues Allzeithoch gesetzt hat. Und dementsprechend darf es eigentlich gern so weitergehen. Wir werden allerdings mal über die, ja, zumindest mal kurz- bis mittelfristigen Aussichten sprechen. Wird alles genauso weiterlaufen oder gibt es vielleicht doch die ein oder andere Überlegung, vielleicht mal ein paar Gewinne zu realisieren? Und wir sprechen über den wahrscheinlich aktuell unbeliebtesten Top 10 Coin da draußen, und zwar XRP. Ja, viele Leute haben bereits kapituliert. Ich lese mehrere Artikel, die unter anderem schreiben: Horror, XRP erreicht nie wieder 1 Dollar. Das Ganze häuft sich, der Missmut wird immer größer und breiter. Und ich werde euch gleich mal meine Argumentation aufführen, warum ich der Meinung bin, dass solche Berichte Humbug sind und wir auch bei XRP sehr, sehr zeitnah sogar richtig krasse Gains erleben werden und dass es total gewöhnlich ist, dass XRP zum Schluss kommt. Aber starten wir erstmal rein mit dieser richtig, richtig geilen Übersicht. Ja, Freunde, ich hoffe, der ein oder andere Altcoin ist neben XRP auch in eurem Portfolio und ihr konntet diese Welle so ein bisschen mitschwimmen. Ich genieße das auf jeden Fall, vor allem wenn dann der Call, den ich euch gemacht habe, bezüglich der Gaming-Projekte so zeitnah und so gut zutrifft. Denn wir gucken mal eben kurz rein. Die Games haben richtig, richtig geil performt in den letzten 7 Tagen. Ich glaube, man kann guten Gewissens sagen, dass viele Projekte so ungefähr 20% oder sogar noch mehr gemacht haben, allein in den letzten 7 Tagen. Ein paar Ausreißer gab es dann natürlich auch. So ein Gala mit 65% und auch Gamercoin. Sehr, sehr geiler Call von euch. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Glücklicherweise noch ein bisschen investiert und dementsprechend bin ich sehr glücklich über euren Tipp. Vielen Dank an dieser Stelle. Ansonsten muss ich sagen, läuft es eigentlich hervorragend wie am Schnürchen. Falls ihr dichter dran sein wollt, da meine Überlegungen, dann kommt auch gerne bei Patreon vorbei. Dort bin ich fast täglich in der Telegram-Gruppe aktiv. Wir tauschen uns aus über alle möglichen Themen, sprechen über eventuelle Rohdiamanten, schauen uns Chartanalysen an und gucken einfach, dass wir so gut wie möglich auch zum Thema Exit-Strategien in den Markt rein, aber auch wieder rausfinden. Ihr seid herzlich willkommen. Den Link zu Patreon findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, und auch AI lässt nicht locker. Da läuft es weiterhin sehr, sehr geil. Auch hier viele Projekte, 2- oder sogar 3-stellig im grünen Bereich. Also an all diejenigen, die Gaming unter ihr auf dem Schirm hatten oder haben, Gratulation. Ja, es gibt suspekte Dinge auf dieser Welt. Unter anderem, wenn der CEO von BlackRock regelmäßig sich jetzt als Bitcoin-Maximalist outet. Denn dieses Interview, muss ich sagen, ist doch schon sehr interessant. Larry Fink, erstens ist er sehr, sehr präsent in letzter Zeit, wenn ihr mich fragt. Und vor allem auch im Bereich Kryptowährungen, als ob er irgendwie so auf der Fahne geschrieben hat: Ich muss das Thema ein bisschen bekannter machen. Ich muss das Thema ein bisschen seriöser machen. Wir ziehen uns mal dieses sehr interessante Interview rein und der Moderator stellt sehr, sehr interessante Fragen zwischendrin. Ich lasse das mir eben durchlaufen, werde euch aber gleich alles übersetzen. Falls du sagst, ich möchte direkt zur Übersetzung, spule ungefähr 1,5 Minuten vor. There's a lot of opportunity. It is a great store, and this is where you can debate. Is it a good store? Do you know how it's made? A bunch of computers figure out. But there's only. But the issue is, if people believe that it can be an asset that can be crossed border. Right. And let's be clear. If you're in a country where you're fearful of your government. And maybe this is one of the reasons why China has banned it. Mm-hmm. If you're in a government where you're, if you're in a country where you're fearful of your future, fearful of your right. government, or you're frightened that your government is devaluing its currency by too much deficits. Like us. I'm not going to go there. The little elephant in the room. Yeah. You could say this is a great potential long-term store of value. And it, as I said, it's like digital gold. And I believe. But you still can't buy a slice of pizza with it. Isn't that kind of odd that we're... But you can't buy a price of pizza with palladium or gold. No, but there you can do stuff with them. I can get stuff. I mean, people use gold for stuff, right? But you could buy and sell your Bitcoin, no different than gold. So it is very... But gold is put in, like... Jewelry. Jewelry. And you know, iPhones, I think there's in some electronics, there's it's gold. More silver and nickel. But you see what I'm saying? There are practical uses. Bitcoin, it's literally a ledger. Right? It is a ledger, but it's an international ledger. It's cross-border. It's bigger than any government. I agree with you. It would have blown up. Ja, hört sich an wie im falschen Film, oder? Bitcoin ist größer als die Regierungen. Das aus dem Munde von Larry Fink. Erstmal sehr, sehr interessant, wie Bitcoin sich entwickeln konnte über die letzten Jahre. Für all diejenigen, die es vielleicht nicht ganz verstanden haben, was da gerade erzählt wurde. Also es wurde gefragt, wieso stehst du so unter Bitcoin? Er sagt, ja, Bitcoin ist halt grenzüberschreitend. Das ist halt ein Store of Value, wenn man so will. Ist zur Betrachtungssache, aber wir sehen es halt als digitales Gold. Es gibt die Möglichkeit, es über die Grenzen zu transportieren. Und Länder, in denen die Währung schwach ist oder in denen eventuell Regierungen irgendwie Konten einfrieren oder ähnliches, ist damit eben die Möglichkeit, oder da ist die Möglichkeit gegeben, dass man dagegen irgendwie gegen angehen kann. Das wird wohl auch der Grund sein, warum China Bitcoin und Co. gebannt hat, weil die sowas nicht akzeptieren. Alles in allem ist Larry Fink also sehr, sehr optimistisch in Bezug auf Bitcoin. Und Gasparino heißt er, glaube ich, er sagt, ja, aber mit Bitcoin kannst du ja nicht mal ein Stück Pizza kaufen. Da sagt Larry Fink berechtigterweise, naja, kannst du mit Gold und Palladium auch nicht. Und da sagt er wiederum, ja, aber man kann doch zum Beispiel auch Gold verwenden für iPhones oder andere Produkte. Und Larry sagt, ja, im Prinzip ist es eher Silber, aber da ist
hast natürlich recht, aber denk dran, Bitcoin ist halt grenzüberschreitend und so weiter und so fort. Aber egal wie gut Larry drauf ist, einen gibt es trotzdem immer, der irgendwie was dagegen haben muss, und das ist diese Gestalt. Hier hören wir mal eben rein. This is a highly speculative asset class. One could just look at the volatility of Bitcoin in the last few days. And look, I grew up loving roller coasters. Maybe in my adult years I don't ride them as much, but you really should be conscious as the investing public that this is a bit of a roller coaster ride on these volatile assets. And then the question is how firm is the foundation? You get to the top of that hill, how's the foundation underneath it? Ja, Gary, da muss ich dir aber tatsächlich mal recht geben, Gary. Bitcoin und Co. ist natürlich eine Achterbahnfahrt. Und jetzt, wo es gerade bergauf geht, das haben wir ja schon mehrfach erlebt, da ist es quasi so unstoppable. Man hat das Gefühl, man hat mehrere kugelsichere Westen an und nichts und niemand kann einem was anhaben. Aber gerade in diesen Momenten, wo es so übereuphorisch ist, denkt immer daran, Freunde, auch Gewinne zu realisieren. Denn am Ende bringt es gar nichts, wenn ihr in Erinnerung schwelgt, wie hoch euer Portfolio mal war, sondern wenn ihr teilweise vielleicht 3, 4, 5 X gemacht habt, überlegt, ob ihr einen Teil der Position realisiert, um auch am Ende wirklich mal was Zählbares zu haben. Ja, die Bitcoin Whales scheinen auf jeden Fall noch zu warten. Es gibt zwei sehr interessante Übersichten. Zum einen, die Adressen mit über 1000 BTC sind deutlich gestiegen. Gerade jetzt, wo der Preis ansteigt, steigen natürlich dementsprechend auch die ganzen Institutionen ein. Wir wissen, dass immer mehr ETF-Player da draußen sind, aber auch andere Institutionen, die sich vielleicht die Gebühren ersparen wollen mit BlackRock, aber sagen, jetzt haben wir ein besseres Gefühl bei Bitcoin, kaufen wahrscheinlich auch jetzt BTC auf den ganz normalen Marktplätzen. Und ja, dementsprechend sehen wir hier gerade zumindest einen Anstieg. Und auch hier sehen wir mal im Jahresvergleich, also die Wale akkumulieren immer weiter. Die sind wirklich extrem optimistisch. Und es kursiert so ein bisschen das Gerücht, dass einige von denen meinten, 70.000 ist so das Mindeste, was wir erreichen müssen. Das haben wir jetzt erreicht, von daher wird es sehr, sehr spannend. Hättet ihr mich vorgestern gefragt, hätte ich gesagt, die Party ist wahrscheinlich schon morgen oder so vorbei. Aber wir müssen sagen, der Fear and Greed Index hat wieder ein bisschen Luft gegeben. Wir sind bei einem 79er-Wert immer noch verdammt hoch. Aber wenn wir das mal vergleichen mit einem 90er-Wert, den wir vor ein paar Tagen schon hatten, ist zumindest mal ein bisschen Abkühlung da. Behaltet den immer im Blick. Gerade in Kombination mit der Neumondphase, die wir gerade haben. Das zeige ich euch mal eben. Also, zuletzt war es so, dass die Neumondphase eigentlich nicht wirklich groß die Bremse war. Wir hatten hier den Aufstieg in Richtung Neumond, danach eine Seitwärtsbewegung, die dann bis zum Vollmond so ein bisschen, ja sagen wir mal, ein bisschen langsamer das Ganze angehen lassen hat. Danach ging es eigentlich postwetten direkt weiter. Wir sind jetzt wieder am Neumond angekommen und ich gehe davon aus, dass wir ein ähnliches Szenario erleben werden. Vielleicht nicht ganz so harmlos wie hier, aber vielleicht auch nicht ganz so drastisch wie hier. Ich erwarte in etwa eine Korrektur nochmal in den Bereich um die 60.000, 61.000, bisschen Luft holen und dann kurz vor dem Halving nochmal richtig angreifen zum Ende des Monats. Ich denke also nicht, dass die Party schon vorbei ist, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es durchaus Sinn machen sollte, dass man das Szenario zumindest mal im Kopf hat, dass es eventuell auch mal einen Rücksetzer gibt und man jetzt nicht unendlich nach oben steigt. Und ich beginne zumindest für diesen kleinen Zyklus bereits einige Schäfchen ins Trockene zu bringen. Nochmal ein paar Fakten, die doch sehr interessant sind. Ethereum ist die profitabelste Blockchain der Welt. Unfassbar profitabel, wenn es um die Einnahmen geht. Selbst zweit- und drittplatzierte Tron und Lido sind weit, weit abgeschlagen von Ethereums Umsätzen. Und wenn Ethereum ein normales Aktienunternehmen wäre, das irgendein Produkt anbietet und das die Leute ihnen aus den Händen reißen und sie damit 462 Millionen Umsatz machen, würde ich sagen, hammermäßig genial. Aber vergesst eins nicht, das hier sind im Prinzip die Einnahmen, die durch die Gebühren entstehen, die bei einer Transaktion fällig werden. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich meine, man kann das natürlich feiern, aber offen gesagt, wenn ich manchmal so sehe, was so ein Swap kostet oder was so eine Transaktion kostet bei Ether, dann ist es nicht ganz so feierlich. Könnte man auch sehr kritisch sehen, dass gerade im Zeitalter der Blockchains, die neben diesem Vertrauensersatz ja vor allem auch das Thema Gebühren so ein bisschen runterfahren wollten, muss man sagen, ist das jetzt nicht wirklich fortschrittlich. Auf der anderen Seite zeigt das aber natürlich, wie groß die Nachfrage nach Ether ist und dementsprechend auch einer der Gründe, warum Ether sich doch sehr stabil hält da vorne. Und nochmal die Frage, wer hält die meisten Bitcoin? Ja, das fand ich noch sehr interessant. Mache ich mal kurz für euch. Ich habe das hier mal markiert. Also, die Winklevoss-Zwillinge, die haben ungefähr 70.000 BTC. Dahinter liegt Tim Draper, knapp 30. Dann Michael Saylor, der bereits 2020 ungefähr 18.000 BTC besaß. Mittlerweile Tendenz steigend. Die großen Aktiengesellschaften gehören unterdessen insgesamt mehr als 264.000 BTC, was 1,35% entspricht. An der Spitze MicroStrategy allein mit 193.000. Dann Robinhood mit 118.000. Und dritter Platz Marathon Digital Holdings, die immerhin auch 13.700 BTC haben. 141.000 BTC hat noch die gehackte Börse Mt. Gox. Die gehen ja irgendwann mal an ihre Besitzer zurück, so zumindest der Plan. Und Tether hat auch nochmal 66.000 BTC. So, kommen wir jetzt aber mal zu XRP und der ganzen Thematik. Ich meine, einige werfen mir vielleicht vor, dass ich irgendwie meinen Fehler nicht eingestehen will. Aber ich kann euch sagen, ich bin schon sehr früh eingestiegen in XRP. Das heißt, ich bin jetzt nicht am Kämpfen darum, dass ich irgendwie aus den roten Zahlen komme, sondern ich sehe das große Ganze. Und es ist doch irgendwie witzig, wie sich alles immer wiederholt, oder? Meme
Meme-Coins sind tot, jetzt will jeder Meme-Coins aufspringen. Solana ist tot, jetzt will jeder Solana haben. Bitcoin ist auf 15.000, alle schreiben, oh, wird er nochmal 10.000 erreichen? Oh, ich weiß nicht, Bitcoin wird wahrscheinlich noch weiter crashen, ich warte mal noch ab. Heute überlegen sich die Leute bei 70.000, oh, finde ich jetzt nochmal den großen Einstieg. Es wiederholt sich alles, ja. Und auch der Hass gegenüber XRP wiederholt sich. Denn es ist nicht das erste Mal, dass XRP nach einem fulminanten Anstieg extrem, extrem langweilig läuft. Und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum, sodass fast schon das gesamte Vertrauen verloren geht und das Projekt schon als Shitcoin betitelt wird oder sonstiges. Und dementsprechend habe ich jetzt mal zwei Sachen für euch rausgesucht. Zum einen zeige ich euch gleich mal, wie wir vermutlich kurz vor einem 6,5x stehen, so zumindest meine Meinung und meine Analyse. Aber wir werden vor allem auch mal darüber sprechen, ist es denn typisch für XRP, dass sie irgendwie nicht performen, wenn alle anderen performen? Oder werden sie schon wieder einen Bullrun verpennen? Und auch das Rätsel werden wir jetzt mal lösen. Also, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, gab es mehrere krasse Ausschläge. Ein paar habe ich markiert. Lasst euch bitte von diesen roten Linien hier nicht verunsichern. Die lassen wir jetzt einfach mal im Geiste außen vor. Wir kümmern uns jetzt um diese gelben Linien. Und die gelben Linien sind immer die Bereiche, bei denen XRP diese krassen Ausschläge hatte. Einer der letzten größeren Anstiege war im April 2017. Da gucken wir gerne noch mal eben rein. Hier der April 2017, das war ja quasi der Vorbote von dem Bullrun, der danach kam. Also dieser unfassbare Bullrun 2017. Und da sehen wir, auch BTC ist da angezogen. Das war quasi so ein Anstieg, wo der ganze Markt gemacht hat. Ich habe jetzt nicht alle einzelnen Coins rausgesucht, aber es ist sehr naheliegend, dass eben alle so ein bisschen mitgeschwommen sind auf den Anstiegen von BTC. Dann aber, im Januar 2018 hatte XRP sein Allzeithoch. Ihr erinnert euch, irgendwas so um den Dreh 3,50 $, 3,60 $, gibt über verschiedene Zahlen. Aber wir gucken mal, wie Bitcoin sich zu dem Zeitpunkt verhalten hat, denn Bitcoin war da bereits in der Korrekturphase. Bitcoin hatte bereits sein Hoch gesehen, hat danach korrigiert und erst dann kam XRP. Gleiche Spielchen sehen wir auch hier im April 2021. Ich spare euch jetzt mal den ständigen Wechsel, aber ihr könnt mir glauben, im April 2021 war ebenfalls XRPs Anstieg. Ihr erinnert euch auf dieses 1,90 $ Ding und zu diesem Zeitpunkt gab es auch bei Bitcoin kein Momentum, sondern eher eine Seitwärts- bzw. Abwärtsbewegung. Auch da haben wir nicht gleichzeitig performt, als Bitcoin performt hat, sondern sind quasi nachgezügelt. Und der letzte Anstieg, den wir bei XRP erlebt haben, war diese außerordentliche aufgrund dieses Gerichtsurteils, dass XRP kein Security ist. Ihr erinnert euch, da ist XRP dann auch roundabout auf 90 Cent gestiegen und das war zu einem Zeitpunkt, wo Bitcoin ebenfalls eher in einem Abwärtstrend war. Worauf ich hinaus will, ist, dass XRP normalerweise immer dann performt, wenn die wenigsten noch damit rechnen. Entweder nach den fulminanten Anstiegen von BTC und einigen Altcoins oder aber total überraschend aus heiterem Himmel. Und dieser Chart, den wir jetzt schon ein paar Mal angeschaut haben, den habe ich jetzt mal ein bisschen verfeinert, denn wir haben zwei sehr, sehr interessante Indikatoren. Zum einen habe ich für euch mal hier rausgesucht, wir stehen kurz vor einem Golden Cross. Das heißt also, wir haben einmal den Durchschnittspreis der letzten 50 Wochen und einmal den Durchschnittspreis der letzten 200 Wochen. Und wir sehen, dass der 50er Wert, also diese blaue Linie, von unten kommt und höchstwahrscheinlich kurz davor steht, die rote Linie zu durchkreuzen. Das letzte Mal, dass wir sowas gesehen haben, war hier. Das war im April 2021. Was danach passiert ist, seht ihr hier. Andersherum sehen wir, wenn die blaue Linie die rote Linie von oben hereinbricht, sehen wir eher bearishes Momentum. Das sehen wir hier, aber auch ein Stück weit hier. Der erste Indikator, also ein solches Golden Cross, sehe ich persönlich als extrem bullisch. Und das würde eigentlich perfekt zu dem Ausbruch passen. Dann seht ihr hier so ein typisches symmetrisches Dreieck. Ich gehe auch davon aus, dass das eher bullisch aufgelöst werden könnte. Das hatte ich euch ja schon in der letzten Ausgabe erzählt. Aber was nochmal interessant ist, sind diese beiden Punkte. Erst wenn man hier reinschaut, wir sind damals ausgebrochen von roundabout 0,0062 und dann raufgeschossen auf 0,062, also ein X10. Und aktuell stehen wir kurioserweise ebenfalls bei 0,62. Ein paar Nullen wurden hier gekillt. Aber wenn man hier im Dreieck das Ganze mal verbindet, dann kommt man eben auf diesen Wert, wenn man das hier mal ans Ende setzt, von ungefähr 4,05 $. Und das wären immerhin auch ein 6,5x. Und das wäre so in etwa etwas, wo ich sagen würde, damit wäre XRP wieder auf der Spur. Wir haben das Alter durch überwunden und vor allem das Market Cap ordentlich gesteigert und damit wahrscheinlich auch viele, viele Leute erstmal zum Schweigen gebracht, die momentan sehr hart gegen XRP schießen. Und der Zeitraum, den wir hier für ungefähr ansetzen können, ist roundabout so 90 Tage, also etwa 13 Wochen. Das wäre jetzt so der Punkt, wo wir dieses Ende des Dreiecks erreichen. Aber zuletzt war es ja bereits auch so, dass wir einen Ticken vorher das Ganze erreicht haben. Und was für mich noch ein Indikator wäre, ist, wenn wir das Ganze mal auf einen 3-Tages-Chart umswitchen und die Mondphasen einblenden, dann sehen wir, dass kurz vor dem Ausbruch damals erst einmal der Vollmond erreicht wurde. Also es war eine Erdung und danach ging es dann eben extrem ab. Wir sehen dann Richtung Neumond gab es den Beginn dieser Ausschläge. Und von daher habe ich mir jetzt ein Szenario eingezeichnet. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt erst einmal eine generelle kleine Durchschnaufpause erleben werden am Kryptomarkt. Ja, Bitcoin vielleicht ein bisschen korrigiert und auch der Rest der Coins ein bisschen korrigiert. Wir Richtung Vollmond nochmal ein bisschen Energie laden und danach XRP seinen endlich längst überfälligen Move macht. Denn solche Schlagzeilen und die passenden Artikel, die sind eigentlich eine krasse Green Flag für mich, dass ich einkaufen muss. Denn
Vertrauen in XRP schwindet, relative Schwäche offensichtlich. Sowohl Sentiment-Analysen als auch technische Betrachtung offenbaren eine relative Schwäche. Abgesehen von den ständigen Posts der Ripple-Influencer, wie zum Beispiel dem Alex von FFTK, der einfach nicht einsehen will, dass XRP ein Shitcoin ist und die XRP überschwänglich loben, ist es zuletzt eher ruhig um XRP. Eine relative Schwäche wird offensichtlich, die Dynamik ist eher vom Pessimismus geprägt. Das Vertrauen in XRP scheint ins Wanken geraten zu sein. Nicht wirklich positiv waren zuletzt die Manipulationsvorwürfe, die 2015-16 passiert sein sollen. Die Unterlagen aus dem SEC-Fall suggerierten ein Fehlverhalten von Ripple. Dementsprechend gibt es eben diese negative Kursentwicklung. Ja, Freunde, eigentlich brauche ich sie, wie ihr die ganze Zeit hört, aber ich setze mal meine Taschentücher dagegen. Ich setze dagegen und sage, dass gerade diese negativen Berichte, dieses ganze Gehate da draußen mich nur noch bekräftigt, denn am Ende zählen immer die Zahlen und am Ende zählen die Charts und die sprechen definitiv ihre eigene, doch positive Sprache, wenn ihr mich fragt. Ja, genug der warmen Worte, ihr seid dran. Was meint ihr, steht XRP kurz vor dem Ausbruch? Seid ihr weiterhin dabei oder sagt ihr niemals, ich investiere lieber in Meme-Coins, die laufen 20-mal besser, Alex? Ich bin sehr gespannt. Ansonsten nochmal vielen Dank für den Tipp mit dem Gamer-Coin. Was habt ihr sonst noch für Projekte, wo ihr sagt, boah, die sind super interessant, schaut euch die mal an. Bin ich auch sehr gespannt. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet einen Mehrwert, Freunde. Ich auf jeden Fall bin sehr gespannt, was die nächsten Tage kommen. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Restsonntag. Ich werde mich nach dem Videoschnitt ein bisschen ins Bett verkrümeln, ein bisschen erholen. Die Kinder haben mal wieder irgendwas nach Hause gebracht. Ja, euch auf jeden Fall viel Gesundheit. Bleibt mir gesund und bis bald. Ciao!